Also, jetzt seht ihr mal meine Wohnung. Ganz klassisch eingerichtet. Hier meine Küche mit der Spüle und meine Schränke mit da tue ich auch immer meine Anleitung rein, weil falls ich nochmal umbauen möchte, das ist ganz wichtig, nicht wegschmeißen. Und Backen habe ich auch noch vor. Ich werde die so zusammen backen. Also einzeln ist für Noobs. Ah, ich war nicht einkaufen. Verdammt. Aber das macht nichts. Mit Liebe kann man auch backen. Ich heiz schon mal meinen super geilen Ofen vor. Ich weiß bloß nicht, wie der aufgeht. Ich benutze einfach meinen zweiten. Und hier ist jetzt mein persönliches Zimmer. Das andere war ja die Küche. Da seht ihr mich. Hallo. Und ich guck mal, was ich heute tragen soll. Ach, entweder ich trage dieses kleine Weiße oder das Weiße. Ich muss mal echt mal wieder einkaufen gehen. Aber da sind Chris und Rainy drin. Also pst. Und mein geiler Fernseher. Wo ich mit nichts gucken kann. Doch, das ist Bluetooth. Abspielgerät, der nur über USB geht. Natürlich. Oh, warte, ich krieg einen Anruf. Hallo, hallo. Und ja, ich habe geheiratet. Sag's nicht weiter. Santa war da. Was hab ich? Oh, ich krieg nichts. Geil. Santa ist ein Arschloch. Ah. Omi-Wohnung. Riecht auch so. Meine Wohnung ist extrem groß. Ach, dann werden wir mal ein Buch lesen jetzt. Wie wär's mit Detrimuskulatoren? Ich habe 5 Stück gekauft, weil ich das so toll finde, dass ich dass ich Alexandre Dumas unbedingt unterstützen wollte. Das bin ich mit meiner Schwester. Und das bin ich auch im vorherigen Leben. Und das da sind meine Nachbarskinder. Da haben sie noch gelacht. CD geht ja noch. 70er Bücher, mein Gott, wenn man sammelt, okay. Aber hier, es geht gar nicht. 4:3 Bildschirm. Ganz bestimmt nicht. Ohne Tastatur. Das heißt, einfach nur zum Zeigen, dass man ein Idiot ist. Na dann. Für die Exhibitionisten. Die Sicherheit unserer Kleinbusfahrt ist wichtig, da haben wir diesen Schutz angebracht. Ich bin nicht klein, ich könnte da hochkommen. Gucken wir doch mal. Schön hier in die Ecke, da kann das kleine chinesische Kind dann die ganze Zeit lernen. Und die Bilder sind, die zeigen, was das Kind niemals haben wird. Das ist ein bisschen so nach DDR aus, ziemlich langweilig. Und dann kommen wir hier drüber zu diesem neuen Schickimicki-Zeug, was irgendwie aussieht wie ein iPod oder so. iPad, whatever, ein Apple-Produkt. Das ist iWohnung. Selbst der Weihnachtsbaum ist weiß. Ich weiß nicht, ob das darauf schließt, wer hier wohnt, aber dann wiederum, fancy Leute mögen halt weiß. Vielleicht sind da ja dann farbige selbst ein bisschen seltsam. Ist das nicht wunderschön? Ist das hier nicht wunderschön? Da kann man zugreifen. Heute essen wir Herz. Daran sterben wir dann, weil es unser Darm aufreißt. Schöner Tod. Hui. Aua, das ist ja gar nicht so gemütlich. Hier ist ein asiatisches Pärchen. Und die haben ein Bild von einem weißen Jungen. Adoptiert? Oder entführt? Oder sie bewerfen ihn so lange mit diesen Gummibällen, bis er stirbt. Denn sie sind Psychopathen.
Orientwochen. Orient ist natürlich toll, weil das ist ein Land, da wollte ich schon mal hin, aber da habe ich Angst, dass ich durch das Wasser Durchfall bekomme. Ah ja, ich muss mal zeigen, wo ich mich draufsetze. Wunderschön, das sieht total gemütlich aus. Das ist wie so ein James Bond Bösewicht-Sessel. Oh ja, oh schön, oh schön. Er ist überhaupt nicht gemütlich, aber er kann hin und her wippen und das ist natürlich ein Plus. Wipp, wipp, VIP, verstehst du, verstehst du, verstehst du, wie viel kostet der, dieser wippende? Ach, das geht ja. Da kann ich mir auch so eine wippende holen für 109. Ach, ist doch zu teuer. Ah, der ist nicht teuer. Dann wippen wir doch mal auf Po Eng. Ich werde jetzt langsam zurückgehen, weil der Name macht die ganze Sache, die ich vorhatte, etwas... Tschüss! Super, wenn ich hier bin. Aber lass, wir sind noch am Computer. Gucken wir doch gleich mal. Es hat mich verarscht. Meine Lieblingssache bei IKEA ist diese Abteilung mit den Stühlen. Denn wenn man niemand hinter einem ist, kann man das hier machen. Yay! Und wieder zurück natürlich. Ui, ui. Müsst ihr auch mal machen. Sehr spaßig. Leider geht das nicht immer, weil die Leute gucken. Egal, ins Licht! Für die Angeber eine Tastatur in ganz weiß. Weil einfach nicht draufsteht, was für Buchstaben es sind oder welche Funktionen sie haben. Warum auch nicht? Ich weiß, dass das WASD ist. Wast. So schlimm ist es bei mir schon geworden. Vor einem Jahr wusste ich das noch nicht. Wusste ich natürlich trotzdem, aber aus anderen Gründen. Das ist die Leertaste. Finde ich nicht gut. Und der Kitsch geht weiter. Warum nicht? Wenn man angeben möchte. Dann kann hier nämlich die Bediensteten, also die Frau, kann hier arbeiten. Oder die Hexe. Ich werde noch ein bisschen Kräuter stampfen. Das müssen wir Fallout irgendwann wiederholt sich alles. Da. Das ist jede IKEA. Das ist das Problem. Deshalb sagt man ja auch IKEA-Küche negativ behaftet. IKEA macht tolle Sachen, aber irgendwann sieht alles gleich aus. Oh, jetzt muss ich aber mein Kind hier füttern. Ah. Ja, iss mich. Nein, ich meine, nein, fütter mich, nicht iss mich. Eat me. Hier, nom 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 nom. So, da war's für ein Kali. Tschüss. Das finde ich eine coole Idee. Oder das hier. Wenn die Kleinen auf der richtigen Seite halten, kann man hier die ganze Zeit Orgien feiern und Schokolade verputzen. Wirklich, warte, wie geht das? Ich bin natürlich jetzt so doof, weil ich so ein Kleiner bin. Oh mein Gott, ich komme nicht rein. Die haben voll Spaß und ich komme nicht rein. Ach so, nach oben. Nein, doch nicht. Okay. Das nicht, hält nicht nur die Kleinen, sondern auch die dummen Gates auch, draußen. Ich wollte eigentlich jetzt hier rein und schön verarschen. Mal auf der anderen Seite so, nom 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 nom, ich esse Kekse, du nicht. Leider kann ich auch keine Kekse bekommen, deshalb will ich das gar nicht erst sehen. Fick dich, Mama! So entstehen die IKEA-Sachen. Kleines Rätsel. Wo will ich sein? Dim, 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 super schön warm. Und ich glaube auch relativ zivilisiert. Im Gegensatz dazu, da war ich auch gerne, aber wir sind da alle so ein bisschen zu verklemmt. Nein, nicht verklemmt, wie soll man sagen, zu sehr religiös. Oh, und Toilette, zum Glück, ich musste schon die ganze Zeit. Auch wenn ich nicht spülen kann. Aber was soll's, spülen muss ja auch keiner. Funktionsfähige Toiletten findest du im Eingang im Restaurant. Wie traurig, dass das jemand schreiben musste. Gehe ich erstmal extrem duschen.
Okay. Wenn man sich bei einer Dusche nicht umdrehen muss. Das ist Wainys und mein Kind. Wainy, du kannst dich eigentlich auch mal um dein Kind kümmern. Ja, komm mal hier. Und jetzt werden wir... Huch, das ist von letzten Mal noch übrig. Lebst du noch? Hallo, hallo, hallo. Na, jetzt muss erstmal er hier. Wainy, was haben wir bloß gemacht? Nein, nein. Oh, warte, ups. Lieb, hab mich lieb. Oh mein Gott, was hast du da für einen Flecken? Wainy. Oh, Zwillinge. Das würde super in meiner Wohnung passen. Das muss ich mir kaufen. Wo ist der Preis? Warte. 111 Euro? Das ist ja richtig gut. Was diese 3 Cent noch sollen, verstehe ich nicht. Aber ich muss mir gleich... Oder das ist die Nummer. Nee, ich glaube, die Nummer ist hier. Das heißt Bin. Okay. Cool. Total hier Hipster. Das brauche ich als Hipster. Ich muss da ja voll mitgehen jetzt. Spring nicht! Guck mal, das ist der eifersüchtige Bruder, weil die neue Schwester, die ziemlich dick und groß und fett ist. Na, du? Bist Pedobärs Tochter, ne? Dass er überhaupt eine behalten hat. Es ist das Beste für dich. Hölle. Die rosa Hölle. Sei denn für Pedobär. Für alle, die es nicht wussten, ich habe ja so einen kleinen Tick, wenn es um Kissen und Decken und sowas gibt. Das sind also teuer und ich hoffe mir immer so kleine Kissen. Und wer jetzt gleich die Andeutung versteht, ist toll. But you are still hungry. Ach, zwei Sachen, die ich liebe und die so ein bisschen das Problem machen, weil wenn ich diese Andeutung habe, dann brauche ich das hier nicht mehr. Aber dabei ist es so schön. Ah, Matratzenschoner habe ich nicht, weil ich muss meine Matratze nicht schonen. Forever alone. Ich bin überhaupt kein Handwerker und deshalb kann ich mich hier überhaupt nicht aus, aber ich tue jetzt so, als ob ich das total interessant finden würde hier, damit ihr an die Geschäftsgeheimnisse von IKEA rankommen könnt. Los. Und feuer. Würden Sie diesem Mann einen Box mit Deckel abkaufen? Die Musik passt so zu dem Gefühl, was man hat, wenn man hier so langläuft. Das ist melancholisch und romantisch und irgendwo auch ergreifend. Das ist was fürs Herz. Das Holz riecht nach Holz,